Ja. Los. Hören Sie los. Hören Sie mir ganz kurz zu, bevor Sie mich wegdrücken. Ich habe Ihnen zwar versprochen, dass Sie nicht mehr von mir hören werden, aber ich habe da gerade in Polizeiakten was gefunden und das muss ich Sie einfach fragen. Und bitte seien Sie ehrlich zu mir. Oui. Ich komme auf Sie aufgrund Ihres Nachnamens, aber es gibt eine Polizeimitarbeiterakte von einer Frau Flavia Delos. Ist die Ihnen bekannt? Oui. Stehen Sie in Kontakt zu der Dame? Ich habe seit einer Weile nichts mehr von ihr gehört. Warum? Die Dame ist wohl als Polizistin in diesem Staat hier geführt. Oui, sie war kurz hier als Polizistin, aber sie hat sich hier nicht wohlgefühlt und deswegen sie ist umgezogen nach Tanoa. Julie! Das Wo, heißt, sie. was haben Sie mit Flavia Julie, zu Julie! tun? Das heißt, Benno, die ich lebt. telefoniere eben. Okay, ich setze mich mal Die kurz hier lebt hier weiter. ganz Moment, sicher Moment. nicht. Bitte? Nein, die lebt hier nicht. Sie war hier, aber sie hat sich hier nicht wohlgefühlt. Ich habe ihr ein paar Mal gesagt, sie soll kommen, sie könnte bei mir wohnen. Es geht sie überhaupt nichts an. Was wollen Sie denn? Die Dame ist meine engste Vertraute. Flavia, Richtig. Ihre. Ich habe noch Das nie will. einen besseren Witz gehört, als ob Flavia mit Ihnen gut auskommen würde. Niemals. Sie hasst arrogante Säcke und es tut mir leid, aber dass aber Sie sind einer. Flavia und Sie, ich weiß nicht, woher Sie den Namen haben, aber halten Sie verdammt nochmal meine Schwester daraus. Mit Ihnen, sie wird nichts zu tun haben. Frau Delos, hören Sie mir ganz kurz zu. Ich höre Ihnen bereits zu. Wenn Sie die Frau Flavia Delos sprechen auf der nächsten Feier oder sonst was, tun Sie mir einfach einen Gefallen. Ich weiß, wir beide haben nicht das beste Verhältnis zueinander. Aber Flavia und ich haben uns Ewigkeiten nicht. Und wenn Sie auch Ihrer Schwester einen Gefallen tun wollen, bestellen Sie ihr bitte, bitte einen lieben Gruß von mir. Flavia ist beim Tun Sie es. FBI. Warum sollte sie sich mit Tun Sie jemandem es. wie Ihnen abgeben? Tun Sie es nicht für mich, Frau Delos, tun Sie es für Ihre Schwester. Warum sollte sich Flavia mit einem Kriminellen wie Ihnen abgeben? Weil ich ein FBI-Agent bin, Frau Sie sind Delos. ein FBI-Agent. Und ich bin Mutter Teresa. Ui. Und Jungfrau. Und ein Mann noch dazu. Das wussten Sie wohl nicht, oder? Mon Dieu. Ich, wirklich, ein schlechteres Frau Lüge, ich habe noch Delos, nie gehört. ich würde Ihnen das Ganze gerne bestätigen lassen. Ui, schicken Sie mir doch ein selbstgemaltes Bild, wo drauf steht, ich bin der Batters und ich bin ein FBI. Neben mir steht der Polizeichef. Erlauben Sie mir, dass ich Ihre Telefonnummer kurz an den Herrn Agent Law weitergebe. Erlaubt hat meine Nummer bereits. Wenn Sie Dann. beim FBI waren, warum würden Sie mir mit Mord drohen? Sie ist mir bewusst, dass das ein Straftat ist. Der Herr Law wird sich gerade mal eben mit Ihnen in Verbindung setzen, Frau Dings. Die kann ich fahren, damit wir Ui, ui, vorankommen. ui, ui. Es tut mir so leid, ich höre gerade Lügen über Lügen über Lügen. Lächerlich. Lächerlich. Jetzt zieht der Flavia damit rein. Ich habe keine Ahnung, woher er den Namen hat. Was, bist du noch am Ui, Telefonieren ich oder muss was? nochmal. Delus. Guten Tag, Frau Delos, Herr Loyer. Herr Law, bonjour. Ja, Sie wollten so gesehen eine Bestätigung kriegen, dass der Herr Butters. Sie verarschen mich. Es war keine Lüge mit der Morddrohung. Ich weiß, Frau Delos. Warum droht ein FBI-Agent mir mit Mord? Frau Delos. Der Herr Butters hat seinen Dienst soweit niedergelegt. Der Kerl ist kein FBI-Agent. Er Aktuell war ist irgendwann mal einer und er ist er war. geflogen, weil er Scheiße baut. Nein. Los. Ich Es höre Ihnen gibt zu, ich. Sachen, die Zivilbevölkerung nicht wissen sollte, beziehungsweise noch nicht wissen darf. Der Herr Butters hat den Dienst bei mir so gesehen quittiert. Er hat mir seine Marke abgegeben, genauso wie seine Uniform. Um praktisch noch mehr, beziehungsweise noch tiefer in diese Ermittlung praktisch hineinzugehen. Welche Ermittlungen? Frau Delos, diese Ermittlungen oder so darf ich Ihnen aufgrund von Erlo, entweder Datenschutz Sie nicht sagen. schenken mir jetzt reinen Wein ein oder ich melde mich bei Flavia und lass mir von ihr alles erzählen. Frau Delos. Es gibt bestimmte Situationen bei uns in der Polizei, die nicht so ganz gut laufen. Wo wir praktisch unter einem Eid stehen und wir bestimmte
Ermittlungen nicht, wie soll ich sagen, zu Ende führen können. Weil bestimmte Wege fehlen. Ui. Der Herr Battes hat sich dazu bereit erklärt, den Dienst zu quittieren, um praktisch diesen Fall, sage ich jetzt mal, auf eigene Faust aufzudecken. Also so etwas wie Undercover. Das ist so richtig. Das heißt, er hätte mächtig den Arsch am Brennen, wenn das irgendjemand erfahren würde. Das ist so richtig. So, also erklären Sie mir um Gottes Willen, worum es genau geht, oder ich bin als erstes bei der Mafia und erzähle Ihnen, was hier los ist. Oder los. Ich würde Sie höflichst darum bitten, den Namen Butters nicht irgendwie in, sagen wir mal, Schwierigkeiten oder sonstiges zu bringen. Dann er soll mir nicht mit Mord drohen und mich Putzfrau nennen, mir ins Gesicht spucken. Fragen Sie, was er gemacht hat. Oder los, ich stehe aktuell vor dem Herr Battes. Ja, dann fragen Sie ihn, ob ich gelogen habe oder es in Wahrheit ist. Oder los, ich werde mit dem Herrn Battes auf alle Fälle über dieses Thema noch reden. Ui. Ich möchte Sie nur bitten, den Namen nicht in Schwierigkeiten zu bringen. D'accord. Einverstanden. Ja? Und ich möchte Sie noch bitten, so wie ich das wohl mitgekriegt habe, die Flavia de Luz ist wohl Ihre Schwester. Stiefschwester, richtig. Stiefschwester. Die Frau, ich sage einfach mal die Flavia, war auch bei ihr mit dem Department, genauso wie wo der Herr Butters mit drin war. Oi. Bitte schicken Sie ihr Grüße von den Herrn Butters aus. Ich kenne die beiden sehr gut und die beiden waren so gesehen ein Dreamteam. Und der Herr Butters braucht die Flavia. Könnten Sie dieses für mich tun? Sie verlangen sehr viel von mir. Ich habe nach Fleurs Tod nicht mehr viel mit Flavia zu tun gehabt, weil ich nie einverstanden war, was Fleur getan hat. Und dann ist sie gestorben und Flavia ist hinterhergereist, ohne ein verzwicktes Familiengeschichte. Aber wenn es dem sein muss, ich werde mich melden. Oder los, ich weiß, dass es sehr viel verlangt ist, aber ich würde Sie bitten. Warum hat Flavia keinen Kontakt mehr mit ihm, wenn sie so gute Freunde waren? Warum muss ich mich dort melden? Was ist zwischen den beiden passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich leider selber nicht. Da müssen Sie entweder Flavia oder den Herrn Battes dann selber fragen. Ich rufe Flavia an. Von Battes, es kommt ein Lüge nach dem anderen aus seinem Mund. Frau de Luz, tun Sie mir nur einen Gefallen. Wenn Sie dieses tun, denken Sie bitte daran, Sie helfen nicht nur der Polizei, sondern auch der kompletten Zivilbevölkerung hier im Staat. Ich werde Sie fragen. Sie sprechen in Rätseln. Ich brauche endlich jemanden, der mir sagt, was hier eigentlich los ist. Das kann ich zur aktuellen Lage nicht machen. Oi. D'accord, ich spreche mit ihr und ich werde, oder sie, ich weiß nicht, je nachdem, warum sie mit den Butters nicht mehr zu tun hat und ich kann mir viel vorstellen, wird sich melden. Warte los, ich meine, wo ich Ihnen nicht widersprechen kann, Entschuldigung, Herr Butters ist ein arrogantes Arschloch, ja. Richtig. Aber, hallo. Er war mit einer der besten Agents, die ich im Department hatte. Ich bin gleich von der Farbe abgekommen, alles okay bei Ihnen? Wenn Sie das sagen. Ich verlange sehr viel, aber ich hoffe, dass Sie praktisch meinen Gefallen so gesehen einlosen können. Ich bin Ihnen was schuldig. Sie haben mir sehr viel geholfen in der letzten Zeit. Ich werde mich bei Flavia melden. Ich danke Ihnen, Frau Dulles. D'accord. Auf Wiedersehen. Au revoir. Der Arm. Ja. Julie. Ja, schmeiß ihm mal einen Twinkie rüber. Das reicht. Ich bin gerade auf 180. Haben Sie vielleicht was Schmerzensgeld für mich? Genau das will er doch. War weiter oder ich gebe ihm mal einen Grund, warum er Schmerzensgeld braucht, weil ich ihm den Arsch aufreißen werde. Ich weiß wirklich besser. Man sieht sich. Herr Butters, das ist aber kein richtiger Parkplatz hier, ne? Ich warte gerade, bevor ich parken kann, wo die anderen Fahrzeuge gerade stehen. Ja, yes, die stehen da hinten in die Ecke, die beiden Fahrzeuge. Schönen guten Tag, die Dame, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich bin so gespannt auf deine Erklärung. Ich bin so unfassbar gespannt auf deine Erklärung. Sind Sie der Herr Wreckers? Du bist Monate von der Bildfläche verschwunden, dann ich bekomme einen Anruf von Julie und jetzt du bist hier in diesem fetten Protzwagen. Was ist denn mit dir los? Und schön, dich zu sehen, du altes Pappnasi. Ich hab dich vermisst, mon Dieu. Ich hatte Angst um Flavia! Dich. Wirklich? Du erkennst mich nicht? Ich hab dich überhaupt nicht erkannt. Heute Haare sind gewachsen. Ich hab dich nicht gesehen, du hast dich verdammt verändert. Ich bin nun mal nicht im FBI-Outfit unterwegs, sondern privat. Was ist passiert mit dir? Wo warst du so lange? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Lass uns kurz wohin fahren, dann können wir...
Hast du Schwarz gesehen? Der hat locker 100 Kilogramm abgenommen. Der sieht richtig gut aus mittlerweile. Alle sind hier, er hat mir erzählt. Wilson ist hier, Adams ist hier. Herr Schwarz. Ella Kind, vielen lieben Dank für deinen Sub. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Das ist die größte Überraschung, die wir heute machen konnten, Herr Schwarz. Okay. Du hast noch mitgekriegt, dass ich gekündigt habe. Oi. Keiner hat mir erklärt, warum, und dich habe ich nicht mehr erreicht. Lass uns einen Schritt laufen. Okay, pass auf, dann fange ich, glaube ich, auch damit an und erzähl dir ganz kurz, warum ich gekündigt habe. Du weißt, irgendwas mit den Rätsel ist brenzlig geworden. Man hat mich gebeten, dem Staat ein Weilchen zu verlassen und so, ich bin ein bisschen in die Heimat gefahren. Ich dachte, bei dir ist das Gleiche passiert und dann ich erfahre, du hast im Dienst quittiert. Naja, was heißt im Dienst? Also ich hab tatsächlich, guck mal, da vorne ist eine Bank. Ich habe tatsächlich den Dienst quittiert. Ich habe meine Dienstmarke abgegeben an den Herrn Law damals auf Tanor, weil ich einfach nicht mehr als Polizist ermitteln konnte. Das, was die Reds getan haben und um das Ganze aufzudecken, ist es mir im Polizeidienst nicht möglich. Wir können uns nicht hinsetzen. Ne? Wir können nicht. Lass uns stellen, die Bank ist schmutzig. Es ist mir einfach nicht mehr möglich gewesen, als Polizist gegen die Reds intern zu ermitteln. Ich musste das Ganze außerhalb des Polizeidienstes machen. Ich musste zu Mitteln greifen können, die mir als Polizist einfach nicht gegeben gewesen sind. Ich kann einfach nicht mit ansehen, oder da sind wir uns ja einig gewesen, dass es eine Gruppierung gibt, die nur um irgendwelche Sachen zu vertuschen, die sie gemacht haben, Zivilisten davon Wind bekommen, hinrichten oder ich weiß nicht, was mit denen anstellen. Dementsprechend habe ich meine Marke abgegeben und habe mich erstmal ein bisschen zurückgezogen, habe auf eigene Faust ermittelt. Das viel größere Problem ist, dass die eben halt alle, so wie ich mitgekriegt habe, das Land verlassen haben und alle hier in diesen Staat hier jetzt eingereist sind. Also habe ich mich in den nächsten Flieger gesetzt und bin natürlich hinterher. Und kaum zu glauben, aber fast die ganze Polizei Tanor ist jetzt hier im aktiven Polizeidienst. Und jetzt erklär mir, warum du dich nie wieder bei mir gemeldet hast, auf mein WhatsApp nicht reagiert hast, auf meinen Anruf nicht reagiert hast. Ich weiß Erklär's nicht, wie mir. Hau raus! Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, dir das zu sagen. Wirklich? Ich habe ein halbes Jahr nichts von dir gehört und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mir zu erklären, warum? Weißt du, ich bin kein Mann großer Emotionen und ich bin kein Mann, der irgendwie derartige Sachen groß in Worte fassen kann. Nur es ist so, du wurdest mir damals als Streifenpartnerin zugewiesen. Und ich hab von Anfang an gemerkt, dass das eine wahnsinnig tolle Zeit mit dir wird, dass das wahnsinnig tolle Ermittlungen mit dir werden. Und als ich den Polizeidienst quittiert habe und als ich meine Dienstmarke abgegeben habe, hat es mir das Herz zerrissen, mit dir nicht weiter ermitteln zu können. Und das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, und das fällt mir nicht leicht, dir das jetzt gerade zu sagen, dass ich mehr für dich empfunden habe, wie nur für eine Kollegin. Und deswegen, du lässt mich in dem Glauben, dass du dort unter einer Brücke liegst? Deswegen habe ich mich nicht nur vom Polizeidienst, sondern auch vom Staat Tanor distanziert und auch von dir distanziert, weil ich gemerkt habe, dass es für unsere berufliche Beziehung ansonsten nicht gut ist, wenn ich derartige Gefühle für dich hege. Wenigstens ein Lebenszeichen hätte mir so geholfen. Es tut mir leid, das war meine Weise, damit umzugehen. Und dein Gefühl jetzt? Bis eben. Way. Oder jetzt, wo du, ich weiß gerade gar nichts. Ich bin einfach nur froh, dass du wieder da bist. Ich bin einfach froh, dich zu sehen und ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Ich freue mich auch wahnsinnig, dich zu sehen. Das aber geht über RP. Oh, ein bisschen. Wie kommst du hier hin? Was hast du vor? Was ist dein Plan? Wie komme ich hier hin? Ich habe erfahren, du bist ihr. War klar, dass ich sofort komme. Als ob du mir je egal gewesen wärst, Trottelkopf. Willst du die Ermittlungen mit mir zusammen in die Hand nehmen? Musst du das wirklich fragen?
Wo fangen wir an? Was hast du schon erfahren? Das würde bedeuten, dass du deine Dienstmarke niederlegen musst. Mit geht nicht. Wir werden Dinge tun, die nicht im aktiven Polizeidienst machbar sein werden. Wenn du das sagst und für richtig hältst, dann ich bin dabei. Ich habe meinen Kopf in sämtlichen kriminellen Organisationen, in denen man seinen Kopf irgendwie drin haben kann, das Ganze einzig und allein zur Informationsfindung oder zu dem größeren Ziel, die Korruption innerhalb der Polizei aufzudecken und endlich dafür zu sorgen, dass wir eine anständige Polizei im Staate haben. Falls wir dann irgendwann nicht zu viel auf dem Kerbholz haben, um wieder zurück zur Polizei zu gehen, das mag im Bereich des Möglichen sein, aber bis dahin müssen wir die Dinge tun, die eben getan werden müssen. Ich wäre nichts lieber als wieder dein Partnerin, völlig egal ob mit oder ohne Marke. Dann werde ich nachher versuchen, Agent Law zu erreichen, der hier nämlich sogar Polizeichef ist. Der hat es tatsächlich weit gebracht in seiner Karriere. Zurück zur Frage, hast du Geld? No. Wir sollten dich vielleicht ein bisschen ausstatten. Ich nehme an, du hast keine Waffen. Ich habe keine Waffen, no. Ich habe 3000 Euro eingepackt, habe mir ein paar Klamotten gekauft. Das war's. Ich muss auch gleich noch irgendwie Essen kaufen. Dollar, Flavia. Wir sind nicht in Frankreich. Oh, wait. Dollar. Ich muss gleich Essen drauf kaufen und Trinken kaufen. Dann lass uns zuerst in einem Geldautomat essen und trinken brauche ich auch. Dann gebe ich dir ein bisschen Geld, dann holen wir Waffen, Essen, Trinken, alles. Wie du siehst, bin ich schon auch hier ein bisschen zu Geld gekommen. Daran, ich habe keinen Zweifel. Wen hast du erpresst? Niemanden habe ich erpresst. Was denkst du denn von mir? Nur das Beste, ich kenne dich.